herzlich willkommen bei der Würth Industrie Service. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich darf Sie heute auf Ihrer Tour durch die Logistik begleiten. Der Industriepark Würth, das Firmengelände der Würth Industrie Service, erstreckt sich über eine Fläche von 122 Hektar. Auf dieser Fläche befinden sich aktuell ca. 650.000 Lagerplätze, die bis 2020 auf eine Menge von 1 Million ansteigen sollen. Hier werden C-Teile-Bedarfe von mehr als 20.000 Kunden abgedeckt. Wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir Ihnen nun und starten im Wareneingang. Sie befinden sich nun im Wareneingang der Würth Industrie Service. Hier werden tagtäglich ca. 400 Tonnen vereinnahmt. Der Wareneingang untergliedert sich in zwei große Bereiche. Zum einen den Palettenwareneingang, zum anderen den Paketwareneingang. Nachdem die Ware Wareneingang gebucht wurde, kann diese unterschiedlichste Wege einschlagen. Beispielsweise in unser Prüflabor, in dem die Ware nochmal im Detail inspiziert wird, oder direkt auf Lager, beispielsweise in unser Hochregal oder in unser OSR-Shuttle-Lager. Ein weiterer Bereich im Wareneingang der Würth Industrie Service ist die Verwegerei. Mittels Wiegetechnik werden hier die vom Lieferanten gelieferten Waren den Kundenwünschen entsprechend auf die Verpackungsgrößen angepasst. Im Anschluss landet diese Ware auf unserer Förderanlage. Die Förderanlage der Würth Industrie Service erstreckt sich über eine Länge von 15,5 Kilometern. Unterbricht diese Fördereinlage einmal, so helfen uns die sogenannten Open Shuttles, die zur Ergonomie beitragen. Hier sind wir in unserem Hochregallager. Für einen Großteil der im Wareneingang angekommenen Ware die nächste Station in unserer Logistik. Insgesamt befinden sich in den Komplexen mittlerweile ca. über 190.000 Palettenlagerplätze. Mit den Regalbediengeräten läuft ja alles vollkommen automatisiert. In Summe werden hier 450 Paletten pro Stunde bewegt. Die Lagerhaltung läuft nach dem chaotischen Prinzip. Das heißt, das System vergibt automatisiert einen freien Lagerplatz. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird dabei berücksichtigt, dass der gleiche Artikel in unterschiedlichen Gassen gelagert wird. So können wir auch auf den Artikel zugreifen, wenn eine Gasse ausfallen sollte. Ein wichtiger Bestandteil der Logistik der Würth Industrie Service ist der Bereich Schnellkommissionierung. Hierbei arbeiten Mensch und Maschine sehr eng nebeneinander. Durch eine direkte Anbindung an das Hochregal erfolgt eine schnelle Kommissionierung mittels Touchscreen. Unterstützt wird die Schnellkommissionierung durch unseren Kommissionierroboter Kevin, wobei dieser Behälter von einer Palette kommissioniert, die anschließend in unserem Shuttle-Lager zwischengepuffert werden und dann in den Warenausgang gehen. Sie befinden sich nun im OSR-Shuttle-Lager. OSR steht für Order Storage Retrieval und ist unser Kleinteile- und Pufferlager. Das OSR besteht aus über 360 Shuttles in 12 Gassen, die unabhängig und redundant voneinander konzipiert sind. Aktuell finden hier über 200.000 Tablare Platz. Da auch im OSR gleiche Artikel in unterschiedlichen Gassen gelagert werden, besteht auch hier eine maximale Sicherheit in Bezug auf die Verfügbarkeit der Teile. Ein Herzstück unserer Logistik sind die sogenannten MAPs, die multifunktionalen Arbeitsplätze. Hier können mehrere Tätigkeiten ausgeübt werden. Unter anderem das Prüfen, das Schütten oder das Etikettieren von Ware. Die Ware kommt direkt aus unserem Shuttle-Lager und wird im Anschluss in den Warenausgang verbracht. Unterstützung bekommen wir auch hier von Robotertechnik, unserem Mario, der beim Kommissionieren unterstützt. Sie befinden sich nun am sogenannten Schäfer-Karussell-System. Das Karussell fungiert als Pufferlager und bietet Platz für bis zu 7.200 unterschiedliche Tablare. Hier werden einzelne Positionen eines Auftrags vereinnahmt, zwischengepuffert und anschließend auf Palette kommissioniert. Eine direkte Anbindung an das Schäfer-Karussell-System haben die beiden Packstraßen der Würth Industrie Service. Zum einen die Packstraße, bei der mehrere Positionen pro Paket abgewickelt werden. Zum anderen die 1:1 Packstraße, heißt eine Position pro Paket.
Diese Pakete werden zum Warenausgang vorbereitet. Dabei müssen sie natürlich auch palettiert werden. Da unterstützt unser Palettierroboter Bob. Bevor die Kanban-Ware letztendlich unseren Warenausgang verlässt und zu unserem Kunden aufbricht, muss diese natürlich auch noch ordentlich palettiert und versandfertig gemacht werden. Auch hierbei unterstützt uns die Robotertechnik. Im Hintergrund dieser Wand arbeitet das OSR und Ware wird bereits im Voraus konsolidiert und anschließend je nach Abgriffsstrategie des Kunden auf die Paletten palettiert. Im Warenausgang bedient sich die Würth Industrieservice modernster RFID-Technik. Dazu zählt auch das RFID-Gate. Mittels RFID-Tag auf den Paletten kann genau identifiziert werden, welche Palette durch welches Gate auf welchen LKW geladen werden muss. Des Weiteren kann man genau ermitteln, ob eine Palette bzw. ein ganzer LKW ein Übergewicht verursacht. Nun sind wir am Ende unserer Logistiktour angelangt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Einblick in unsere Prozesse und Logistik geben, die uns als sicheren C-Teile-Dienstleister ausmachen. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir Sie natürlich auch recht herzlich auf den Drillberg nach Bad Mergentheim ein, sodass Sie das Gelände auch live erleben können.